Der Teig ist jetzt ins Doppelte gegangen. Machen wir weiter. Nehmen wir uns die Auflaufform und pinseln sie mit Butter ein. Stellen Sie kurz zur Seite. Dann geht es weiter mit den Waldheidelbeeren. Da geben wir natürlich jetzt die Marmelade zu. Und heben das unter. Jetzt zum Teig. Und dann nehme ich erstmal die Hälfte vom Teig. Und forme mir eine Rolle. Dann schneide ich mir mit der Teigkarte kleine Stückchen ab. Und roll mir kleine Vierecke aus. Jetzt kommt in der Mitte ein Klecks von den Heidelbeeren. Und seht zu, dass ich das alles gut einpacke, sodass nichts ausläuft. Dann roll ich das zur Kugel. So in etwa. Und dann gebe ich die Kugel mit der geschlossenen Seite in die Auflaufform. Und das machen wir mit dem ganzen Hefeteig. Wenn sie alle fertig sind, dann gebe ich etwas geschmolzene Butter über die Buchteln. Und dann lasse ich das Ganze für 30 Minuten ruhen.
So, nach 30 Minuten sehen die Buchteln so aus. Die sind nochmal schön aufgegangen. Jetzt gebe ich die Formen für 25 Minuten bei 160 Grad Umluft in den Backofen. Wie ihr seht, die Heidelbeerbuchteln sind super aufgegangen und fertig. Ich werde euch jetzt mal eins auf dem Teller anrichten. Heiß. So, nehme ich hier einen Teller. Dann Vanillesoße. Da gebe ich einen schönen Spiegel auf den Teller. So in etwa. Dann nehme ich eine Buchtel auf die Backform. Das ist noch alles sehr heiß. Und gib diese schön auf den auf den Vanillespiegel. So. Dann können wir noch etwas von unseren Heidelbeeren auf den Rand geben. Und dann schauen wir mal. Die Buchtel innen aussieht. Ups, qualmt noch. Super fluffig und lecker. Wenn ihr das nachbacken möchtet, viel Spaß dabei. Und wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch bitte ein Like und abonniert mich. Ich habe ganz vergessen, natürlich gehört da noch auf diese schöne Buchtel etwas Puderzucker. So sieht das viel besser aus, oder? Ich wünsche euch einen guten Appetit. Bis bald. Tschüss.